Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Korean Make-up und Skincare Produkte, die wir heute testen werden. Einige kenne ich schon und liebe sie und einige sind neu und sehen ziemlich cool aus. Außerdem gibt es in diesem Video für 10 von euch einen 30-Euro Gutschein, denn dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit YesStyle. Ich konnte mir die Produkte aussuchen und ihr bekommt 10 mal einen 30-Euro Gutschein. Alle Produkte, die ich heute benutze, stehen auch einmal unten in der Infobox. Was ihr dafür tun müsst, erzähle ich euch am Ende. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Freunde, ihr wisst, dass ich schon oft Produkte von YesStyle bzw. Korean Make-up Produkte hier getestet habe und teilweise einige wirklich in meine regelmäßige Make-up-Routine reingebracht habe. Und heute habe ich so ein bisschen in die Sommerrichtung, ein bisschen was Leichteres, ein bisschen was Frischeres für genau das, was wir jetzt wollen. Wenig Deckkraft, na, wobei die eine hat die größte Deckkraft, die ich in meinem Leben gesehen habe. So zarte Farben, sommerlich frisch und gesund. Not me. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle einen zauberhaften Tag gehabt. Mir geht's wunderbar und wir fangen auch einfach direkt an. Und zwar habe ich hier endlich Augenpads gefunden, die nicht individuell verpackt sind. Ich weiß, im Moment ist ein ganz, ganz großer Trend für diese Augenpads, die es in der Drogerie gibt, die einzeln verpackt sind. Freunde, so viel Müll, wie das produziert, ich mag die auch und ich habe sie auch schon benutzt und ich habe sie auch schon gekauft und ich habe sie auch schon gezeigt, aber ich habe mir bewusst gemacht, dass ich eine gewisse Vorbildsfunktion habe und wenn ich euch ein Produkt zeige, was individuell verpackt ist für zwei Augenpads, für eine Anwendung, das kann ich nicht hinkriegen. Und deswegen freue ich mich, dass ich mir die ausgesucht habe. Die sind von Jijun, ich weiß es nicht, das sind grüne Tee-Augenpads. Hier sind 60 Stück drin, das heißt, ihr habt 30 Anwendungen und habt nur eine Verpackung und die tragen wir uns auch gleich auf. Das Ganze kommt hier mit so einem Spatel und ist hier, uppala, einmal drin. Sieht so aus. Sieht ein bisschen spannend aus. Ich habe sie aber schon benutzt und ich finde die richtig, richtig gut, weil sie einfach super voll sind mit Produkt. Oh Gott, sie sind sehr schleimig. Weil sie super voll sind mit Produkt und direkt hier den kompletten Bereich so ein bisschen pflegen. Das ist wirklich extrem viel Serum. Ich gebe mir das auch gleich so ein bisschen auf die Lippen, wenn was übrig ist. Und die tragen wir uns jetzt erstmal gemeinsam auf. Die sind wunderbar. Ich finde die tatsächlich noch wesentlich besser als die von Yuti. Jetzt habe ich die Marke gesagt. Die haben einfach viel, viel mehr Flüssigkeit drin. Das seht ihr. Ich habe immer noch Serum an den Händen und da ist ganz, ganz viel dran, was wirklich gut funktioniert. Und auch danach so ein bisschen, wenn ihr die im Kühlschrank gelegt habt, ein bisschen strafft, habe ich das Gefühl. Also die Augen werden richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und das lassen wir jetzt ganz kurz einmal so auf den Augen. Denn ich möchte heute mal mit was anderem beginnen. Und zwar mit Lidschatten. Und da habe ich hier die Nude Full Rose Palette von Peripera. Peripera ist auch eine sehr bekannte Korean Skincare Marke bzw. Make-up Marke. Und die Palette ist super neutral, sogar ein bisschen kühl. Und ich habe euch neulich gefragt, was für Paletten ihr euch wünscht. Und da war ein großer Teil kühle, neutrale Paletten, dass ihr dieses Braun schon so ein bisschen schwierig findet. Und deswegen habe ich mir die ausgesucht. Und die hat vor allem hier zwei super spannende Farben. Ich swatch euch das mal. Das ist wie so ein Duochrome Schimmerton. Schaut mal, das sieht aus wie ein kleiner Regenbogen hier. Finde ich super, super spannend. Bevor wir das aber machen, möchte ich mir wie eine Lidschattenbase auftragen. Und da gibt es hier die Fall in Love. Das sind Foundation- bzw. Concealer-Sticks in Herzform und die haben eine extrem krasse Deckkraft. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus und die benutzen wir jetzt als erstes mal. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen was mit dem Pinsel ab und trage mir die komplett auf mein Augenlid. Die Farben in Korean Skincare sind, naja, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich euch die Foundation zeige, immer sehr limitiert. Aber ich weiß, dass viele von euch auch Probleme haben, helle Farben zu finden. Und da seid ihr bei Korean Make-up immer sehr, sehr gut aufgehoben. Schaut euch mal die Deckkraft an. Das ist wie so der Paint Pot. Also ich hatte den gestern schon mal hier geswatcht und ich war echt überrascht von der Cremigkeit. Der schmilzt total schön auf der Haut und sorgt für so eine ebene Grundlage. Ich habe mit dem Lidschatten Primer, eigentlich ist es ein Concealer oder eine Foundation sogar, einmal aufgetragen und wir benutzen jetzt diese Lidschattenpalette hier. Sieht super, super cool aus. Ich sette einmal ganz kurz so ein bisschen das Lid, weil es sehr, sehr cremig ist. Und dazu habe ich mir von Pony Effect
glaube, Pony, ich mach die Dinger jetzt ab hier. Ich glaube, Pony ist eine koreanische Influencerin, die ihre eigene Make-up-Marke rausgebracht hat. Ich habe viel Gutes davon gehört, deswegen habe ich mir auch einige Produkte hiervon ausgesucht. Das loses Puder kommt hier einmal in so einer schönen Dose mit einer Puderquaste. Die benutze ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Puder hier auf meinen Pinsel und setze nur ganz, ganz leicht das Lid, dass der Lidschatten gleichmäßig haftet. Ich bin gespannt auf die Lidschattenpalette. Ich wollte auch wirklich heute mal so einen sehr zarten Look schminken. Und da fülle ich euch ein Stückchen nach. Das restliche Serum verteile ich mir hier noch schön im Gesicht. Das zieht super schön ein. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen gestrafft. Und jetzt seht ihr auch mal die Deckkraft von diesem Concealer bzw. von dieser Foundation. Also extrem, extrem hoch. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe in diesen Ton hier rein. Das ist so ein Altrosa. Es wird ein ganz, ganz simpler Look heute. Und den gebe ich mir komplett auf mein bewegliches Lid. Aber lässt sich super gut ausblenden. Farben sind tatsächlich recht schlicht, ne? Also geben so ein bisschen den No-Make-Up-Make-Up-Vibe. Aber ich bin so gespannt auf diese Schimmertöne. Deswegen habe ich mir die Palette auch eigentlich ausgesucht. Wegen diesen Schimmertönen. Und nehme jetzt die andere Seite von dem Pinsel und gehe mal hier in diesen Schimmerton. Sehr cremig. Und den gebe ich mir einfach nur hier, wow, hier rüber. Ein ganz, ganz simpler No-Make-Up-Make-Up-Look. Cool, okay. Wir packen natürlich auch gleich noch ein bisschen mehr Lidschatten drauf, wenn die Base fertig ist. Unter den Augen fühlt sich das extrem straff an. Also super geglättet und mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe jetzt hier zwei Produkte, die ich noch nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich sie anwenden möchte. Einmal hier von Pony Effect Suncover. Das ist so eine Tinted Sonnenschutzcreme. In koreanischem, asiatischem Make-up ist Sonnenschutz ganz, ganz wichtig. Ich bin gespannt, wie die Farben sind. Und dann habe ich hier nochmal die Peach Glow Make-up Base. Ich liebe die Verpackung. Ich glaube, wir probieren die als erstes mal aus. Ich gebe mir hier erstmal so ein bisschen was auf meine Hand. Riecht tatsächlich nach Pfirsich und oh krass. Da ist Glow drin. Und sogar so ein bisschen Farbe, oder? So ganz leicht peachig sieht es aus. Das ist super, wenn ihr so ein bisschen, was mein Problem im Moment ist mit meiner Haut, also die Unreinheiten gehen langsam weg von der Maske, aber mein Problem ist, dass meine Haut so ein bisschen fahl aussieht, ein bisschen dumpf. Und wenn man dann mit so Schimmerprimern, die so ganz leicht Farbe haben, hier runter geht, gleicht das so ein bisschen die eigene Hautfarbe aus. Ich liebe den Geruch von Pfirsich, ganz, ganz zart ist der und hat einen richtig schönen Glow. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir gucken jetzt uns einmal dieses Produkt hier einmal an. Ich glaube, dass es zu hell sein wird für mich. Da ist Lichtschutzfaktor 40 mit drin. Das ist halt das Schöne bei Korean Skincare, ne? Ihr habt dort wirklich helle, helle Farben. Klar, dunkel wäre auch schön, aber ich nehme jetzt hier mal so ein bisschen was hiervon. Ja, das ist zu hell. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Also Deckkraft ist auf jeden Fall da. Ich wollte euch aber was anderes zeigen. Ich bin so ein bisschen durcheinander gerade, weil so viele verschiedene Produkte für die gleichen Sachen sind. Dieses Produkt, ich hatte euch das schon mal gezeigt. Das ist von Holika Holika, die Glow Foundation. Das ist die glowigste Foundation, die es gibt, die ich kenne. Die langanhaltendste Foundation, die ich kenne. Und ich swatche euch einmal ganz kurz, damit ihr euch diesen Glow vorstellen könnt. Schaut euch das mal an. Das ist extremer Glow. Ich gebe mir nur ein bisschen was von hier unter die Augen, da wo ich ein bisschen hell sein möchte und ein bisschen Glow haben möchte. Denn wenn ihr eine trockene Haut habt, ist das die beste Foundation, ohne Witz, die ihr haben könnt. Helle Haut und trockene Haut, diese Holika Foundation, ich liebe, liebe, liebe die. Schaut mal auf meinem Kanal, ich schau mal, ob ich das euch verlinken kann. Da gibt es ein ganzes Video dazu, weil die so fantastisch ist. Die Shade Range ist schwierig, ich weiß, aber die Foundation an sich ist ganz, ganz große Klasse. Ich bin froh, dass ich mir diese Sticks noch ausgesucht habe, denn da habe ich auch zwei verschiedene Farben. Einmal diese hier und einmal diese hier. Die ist noch ein bisschen heller, deswegen gehe ich jetzt als erstes mal mit diesem Stick hier komplett über mein Gesicht. Ihr seht, schaut mal, wie schnell das schmilzt. Und die arbeite ich mir jetzt hier mit meinem Brush ein. Davon braucht man nicht viel, weil die Deckkraft halt extrem hoch ist. Und in Kombination mit dieser Glow Foundation, schaut mal, ich gehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen rüber und nehme meinen Schwamm und arbeite mir das hier ein, habe ich eine super deckende Foundation,
die aber einen schönen natürlichen Glow hat. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, mit dieser Hardcover Foundation, ich nehme noch ein bisschen was und mische mir das mit rein, weil sie so wunderschön ist. Also die habe ich schon mal gehabt, das ist kein First Impression. Schaut mal. Super, super deckend und ultra glowy. Habt ihr schon mal Korean Skincare Produkte und Make-up Produkte ausprobiert? Dann schreibt mir doch gerne mal ein kleines Feedback in die Kommentare. Da bin ich super gespannt, welche eure Produkte oder eure Favoriten sind. Ich weiß, dass viele von euch die Misha Foundation gerne mögen. Ich liebe die auch. Aber da habe ich so ein bisschen Probleme mit der Farbe. Also da kriege ich immer nicht die richtige Farbe für mich hin. Schaut mal, und jetzt wirkt der Lidschattenlook auch ein bisschen passender. Wir setten das Ganze einmal. Ich nehme jetzt hier mal einen leeren Deckel und gebe mir hiervon ein bisschen was rein. Das sieht sehr, sehr, sehr fein gemahlen. Wir nehmen einen Schwamm, ich nehme die flache Seite, gehe hier rein, klopfe ein bisschen ab und dann setten wir einfach unter den Augen und. Okay, es ist extrem fein gemahlen. Den Rest gehe ich einfach hier so ein bisschen rüber und seht ihr, wie das mattiert mit einer ganz, ganz dünnen Schicht. Okay, ich glaube, das ist zu viel. Das ist smooth. Das ist extrem, extrem weich gezeichnet. Ich nehme jetzt nochmal die Quaste hier und möchte unter den Augen hier außen noch wie so ein kleines Highlight setzen. Und da lassen wir es einen kleinen Moment länger. In der Zwischenzeit trage ich mir einmal schnell einen Bronzer auf. Da habe ich jetzt keinen. Ich benutze jetzt den hier von Zara gerade. Der ist nämlich super, super schön und gibt mir gleich so ein bisschen Farbe und Dimension wieder ins Gesicht. Bevor wir mit dem Blush weitermachen, gebe ich mir ganz kurz noch ein bisschen was an den unteren Wimpernkranz und gehe einfach hier in dieses. Ja, was ist das? Taub? Ich finde, wenn man nicht weiß, welche Farbe etwas hat, ist es immer taub. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Also, es könnte gut werden, es könnte auch ganz schrecklich werden. Naming Playful. Oh, Scheiße, es ist ein Cream Blush. Okay, es ist ein Cream Blush. Gut, dass ich meine Foundation schon gesettet habe. Aber schaut euch mal die Farbe an. Nein! Ich habe sie mir ein bisschen schöner vorgestellt. Ich gehe jetzt hier nur ganz leicht mit dem Finger rüber. Wobei, warte mal. Schau mal, wenn ich hier ganz leicht nur rüber gehe und so einen ganz leichten Farbtouch habe, ist das gar nicht schlecht. Erinnert mich so ein bisschen an eine Farbe von Fenty Beauty und passt halt schön zum Augenlook. Oder? Muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Ist schön pigmentiert, sehr cremig und lässt sich selbst über eine gesättete Foundation auftragen. Ich gebe mir jetzt hier nochmal so ein bisschen was von meinem Cheek Heat auf die Lippen. Das. Oh, komm raus, Schätzchen. Das liebe ich. Das ist von Maybelline hier. Ganz leicht nur. Und dann probieren wir das hier mal als Highlighter aus, weil ich finde das immer so schön, wenn ich den Highlighter mit dem Lidschatten so ein bisschen verbinden kann. Schaut mal. Okay, I love it. Und das ist immer der Look, ein super schneller, einfacher Make-up-Look für den Sommer mit Korean Make-up-Produkten. Das ist ein bisschen was anderes natürlich als das, was wir bei uns in der Drogerie haben. Die Farben sind heller, die Texturen sind weicher, es ist eher so ein bisschen auf Skincare gemacht. Finde ich persönlich aber gar nicht schlecht. Ich konnte das jetzt in meine Richtung so ein bisschen mitbringen. Ich habe wirklich viele Produkte aus der Korean Skincare-Welt in meine Pflegeroutine mit reingebracht. Es gibt beispielsweise einen Reinigungsschaum, den ich super gerne benutze. Ich schaue mal, ob ich ihn euch verlinken kann. Diese ganzen Cremeprodukte sind super. Die Lidschattenpalette ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber das ist halt genau das, was in diese Korean Make-up-Richtung geht. Ich glaube, die größte Entdeckung aus diesem Video ist diese Augenpads und dieser Primer, weil ich sie einfach weiterhin regelmäßig benutzen kann. Die Stick Foundations haben eine extreme Deckkraft und eignen sich sehr, sehr gut als Lidschattenprimer. Und falls ihr wirklich eine super, super trockene Haut habt und auf diesen extremen Glow steht, kann ich euch nur die Holika Holika Foundation empfehlen. Farblich klickt euch da bitte ein bisschen durch, muss man sich anschauen. Sie sind aber preislich völlig in Ordnung und für das, was ihr kriegt auf der Haut. Ich würde es euch gerne zeigen. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Ich suche euch das Video raus. Ist das eine ganz, ganz tolle Foundation? Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Und jetzt, wie versprochen, sage ich euch auch, was ihr tun müsst. Schaut einfach mal unten in die Infobox. Da stehen die Produkte, die ich hier benutzt habe. Und ihr könnt mir einfach schreiben, welches ihr am spannendsten fandet und welches ihr gerne mal ausprobieren wollt.
wollt. Und dann schreibt mir einfach, wie ich euch erreichen kann. Und dann wähle ich bis nächste Woche Freitag 10 Leute aus, die einen 30-Euro-Gutschein von Yesterday bekommen können. Ich bin super gespannt und lösche euch diesen Highlighter an. She's a natural queen today. Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf.